Seit dem 21. Juni verwandeln Viacom Aqua und der FC St. Pauli das Millerntor-Stadion wieder in eine Galerie. Bis Sonntag, 26. Juni, feiert die Millerntor Gallery mit einem großen Programm aus Kunst, Musik und Kultur ihr 10-jähriges Jubiläum. Zur Eröffnung fand die traditionelle Kunstversteigerung statt. In Kooperation mit dem Auktionshaus Christie's kamen hier Werke von Gerhard Richter, Jeff Koons, Sammy Deluxe und anderen unter den Hammer. Etwas über 200.000 Euro kamen so für den guten Zweck zusammen. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Erstmalig ist die Gallery fast ausschließlich durch Kunst von Frauen besetzt. Wir haben mal herumgefragt, worum es hier genau geht. Ja, warum wird diese Galerie hier im St. Pauli-Stadion gemacht? Ja, die wird gemacht, weil Benny Adrian, ein ehemaliger Fußballer des FC St. Pauli, Viacom Aqua gründete und mit Viacom Aqua die hervorragende Idee hatte, eine Millerntor Gallery im Stadion stattfinden zu lassen. Die Millerntor Gallery passt hervorragend zum FC St. Pauli, weil Kunst, Kultur, Musik und auch der Sport funktionieren grenzenübergreifend. Und dieses Grenzenübergreifende ist für uns beim FC St. Pauli schon von jeher ein Thema. Die Fußballseite haben wir gehört, aber was sagt Viacom Aqua dazu? Die Millerntor Gallery ist für mich ein Gesamtkunstwerk, weil wir ganz unterschiedliche Menschen haben, die uns unterstützen. Das fängt an mit dem St. Pauli, der uns das St. Pauli Stadion überlässt, sozusagen als Location und als Veranstaltungsort. Die ganzen Ehrenamtlichen, die daran beteiligt sind, die ganzen PartnerInnen, die uns supporten. Und dann kommt natürlich das vielfältige Kulturprogramm, Musikprogramm, Kunstprogramm. Und das ist am Ende, ich fühle mich immer wie so eine kleine Bewegung, ne? Also wir kommen alle her, wir bauen das Ganze mit auf und dann kommen immer mehr Menschen dazu und dann am Ende öffnen wir die Tore den Besuchern. Aber wie läuft das mit der Organisation? Also in diesem Jahr sind wir schon 4 Wochen davor eingezogen. Das heißt, wir bauen jetzt schon 2 Wochen hier. In Stunden kann ich das gar nicht ausrechnen. Ich glaube, da würden wir auf jeden Fall verrückt werden. Aber es macht ja auch Spaß. Es ist ja dieses, wir tun etwas gemeinsam und wir schaffen etwas. Und am Ende setzt man sich abends hin, hat nochmal den Ausblick und merkt, dass wir einfach so viel gemeinsam erreicht haben. Kaum zu glauben, dass diese Kunst in einem Jahr wieder verschwindet. Zwischendurch mal ein Blick auf den heiligen Rasen. Betreten ist natürlich streng verboten. Wir haben uns gefragt, wie die Kunst entsteht. Und da ging es für Sophie plötzlich hoch hinaus. Was ist das hier? Das ist das sogenannte Main Mural der Millerntor Gallery. Mural ist ein Wort, das man benutzt für Fassadengestaltung. Englisches Wort, aber es kommt auch aus dem Lateinischen Murs, die Wand. Das Bild, die Gestaltung ist von einer kolumbianischen Künstlerin, die extra für uns jetzt hierher gekommen ist, noch nie in Hamburg war und auch noch nie was mit dem Thema Fußball gemacht hat. Und die hat sich auf bunte Farbwelten spezialisiert, das sehen wir jetzt auch hier. Aber in dem Genre ist es auch üblich, dass man miteinander arbeitet. Also verschiedene Künstlerinnen, die sich dann zusammenfinden, um solche Wandproduktionen zu machen. Ich nehme dich jetzt wirklich mit hoch und schreibe noch dieses You Will, ne? Weil Walk Alone, You Will Never Walk Alone. Der Kollege mit Höhenangst ist unten geblieben. Ah ja. Wir finden, dass hier im und am Millerntor-Stadion mit der Gallery eine außergewöhnliche Aktion stattfindet. Es lohnt sich allemal vorbeizuschauen, ganz egal, ob man Kicken guckt oder Hallenhalmer mag. Das ist Kunst für alle.